Jetzt läuft doch, oder nicht? Alles klar. Ja. Mega geil. Ja, nächste Radtour. Diesmal geht's von München nach Verona. Wir haben uns beim letzten Mal gedacht, es waren noch nicht genug Höhenmeter, deswegen fahren wir jetzt über die Alpen. In dem Sinne. Ja, aber also ist das so, dass Taschen packen, einfach alles da reinwerfen? Ja, wirklich. Und dann irgendwann nochmal drücken. Alter. Was ist das lang her, dass ich auf so einem schönen bepackten Rad gefahren bin, Junge? Ich hab so Bock. Das ist nur geil. Abfahrt! Wir haben unser Bier vergessen. Wir treffen uns jetzt schnell ein Bier holen. 4 Minütchen hat der Mann noch. Hast du jetzt Bier mit? Ja. Geil, Klimpern. Es ist doch schon wieder 8 Uhr. Guten Morgen. Wir fahren jetzt gerade nach München. Wir sind ja schon von Freiburg nach München gefahren. Jetzt fahren wir weiter von München nach Verona. Jetzt sitzen wir hier 5-stündig im Zug. Fahren dann. Gehen wir da ein bisschen einkaufen, essen eine Kleinigkeit und dann geht's morgen los. Tschüss. Wir erreichen München Hauptbahnhof. Der Ausstieg bitte in Fahrtrichtung rechts. Ja. Bis dann. Tschüss. Ja! Ich hätte gerne ein Maß. Du willst auch Maß? Ein Maß. Ich habe auch 5 Maß. Ich habe auch 4 Maß. Aber ist alle leer? Ist alle leer? Das ist auch. Das ist kein Leermaß. Das ist ein Maß. Sind alle leer? Sind alle leer? Alle! Erster Abend. 3:30. So, wir jetzt mal einen Shot machen, wo wir nicht nackt sind. So, wir. Wir waren gestern lange im Biergarten, haben ein paar Bierchen getrunken. War wirklich sehr, sehr spaßig. Wir waren nur sehr, sehr spät hier. Haben sehr, sehr wenig gepennt. Sind dementsprechend alle ein bisschen im Sack. Und heute war eigentlich der Plan, wir fahren 110 Kilometer bis zum Achensee. Ja, gucken wir mal, wie das klappt. Wir leben in den Tag hinein. Und ich bin auch voll. Gefunden. Wir hatten echt Schiss, dass wir keinen kriegen, aber easy geklappt. Oh. Das ist wirklich mega geil. Das tut richtig weh an den Füßen. Aber schnell. Ah, 3, 2, 1. Gute Idee. Scheiße. Hey, tolle Sache, Jungs. Jetzt geht's wieder. Mir geht gar nichts. Guten Abend zusammen. Oh. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind an Achensee angekommen. Wir haben 110 Kilometer knapp gemacht. Davon 1000 Höhenmeter. Wir sind richtig im Sack. Und jetzt gibt's nur noch was Geiles zu essen. Schöne Ravioli. Nee, keine Ahnung. Wie letztes Jahr. Wir haben es vor allen Dingen geschafft, eine Dose Ravioli zu verlieren. Und eine Flasche Wasser. Das auch. Fuck, Scheiße. Wir leben wirklich verschwenderisch. Ich habe mir für 75 Euro diesen Schlafsack gekauft, was überhaupt kein Schlafsack ist. Da kann man durchgucken. Hier werden es 9 Grad nachts. Ich habe
einen Pulli an, ich habe ein T-Shirt an, ich habe ein Unter-T-Shirt an. Und das Beste an der ganzen Sache ist, ich habe meinen Pulli als Hose angezogen gehabt. Okay, ich habe kein Frühstückskram in meinen Taschen. Oh, eine Scheißnacht. Jetzt fahren wir rüber nach Innsbruck, irgendwie, was war das, 50, 60 Kilometer. Relativ entspannt, relativ viel bergab. Dann chillen wir ein bisschen in Innsbruck, suchen da was zum Pennen. Und dann... Nee, das ist es. Geht's los. Wow! Ja! Schon einen Campingplatz, da mal anrufen, fragen, wie es aussieht, können wir hin. Und genau, so ist jetzt ein bisschen Stadt getingelt und suchen jetzt noch nach was zu essen. Wahrscheinlich fahren wir zum Bahnhof und hoffen, dass wir da was kriegen. Weil eher so Snacks, eher so eine Pizza. Ja, ja, genau, eher was so für den nächsten Tag, weil wir fahren immer Brenner morgen. Ja, mal was zu essen. Ich finde, glaube ich, Chilis in Carne, das ist ja auch irgendwie genau, also eigentlich machst du bei Chilis in Carne auch nichts anderes. Das stimmt, das könnte wirklich sehr ähnlich sein. Ja, das stimmt, ja. Wir kennen auch wahrscheinlich, hätten wir auch Chilis in Carne so machen können. Sau. Wir arbeiten ja richtig voll. Abendschluss. Alles voll mit Salz. Scheiße. Ja, also hier sind wirklich keine mehr. Schön. Nee, super. Guten Morgen. Steffen hat heute Geburtstag. Und heute fahren wir erstmal 40 Kilometer nur bergauf. Also die ersten 40 Kilometer geht es nur hoch. Dann... geht's ein bisschen runter? Ne, dann sind wir durch. Dann geht's ganz runter. Und dann geht's nur noch bergab. Also jetzt nochmal 40 Kilometer leiden. 1200, 1400 Meter hoch. Und dann ist das Ding hoffentlich durch. Ich glaube, Tom muss niesen, so wie es aussieht. Nee, ist okay. Und dann haben wir jetzt fertig geparkt. Jetzt gibt's Essen und dann auf der Brennerautobahn. Freust du dich auf das Geburtstagsgeschenk, über den Brenner zu fahren? Ja, mein Liebe, geil. Nicht ganz toll. Ja. Schön. Auf in Richtung Brenner. Jetzt machen wir für die nächsten 40 Kilometer nichts anderes mehr. Scheiße, die Steigung siehst du auf der GoPro halt gar nicht. Das ist ein bisschen frustrierend. Am Ende sieht das halt einfach aus, als wenn wir den Sack langsam. Guck mal, wie schön. Fahr die Alpen, haben sie gesagt. Ist eine tolle Tour, haben sie gesagt.
Brenner, glaube ich. Scheiße, war das anstrengend. Boah, habe ich gelitten, ey. Wir sind auf dem Campingplatz in Brixen, sind heute über den Brenner geböllert, das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich fand es schon ziemlich anstrengend, vor allem so der letzte Anstieg, den fand ich richtig heftig. Genau. Nils hat damit gespielt, Digga, der hat den richtig zerstört. Ja, aber also weiß ich nicht, bist du schon weggefahren? Dafür danach die Abfahrten sehr belohnt, also wirklich besser kann man es nicht ausmalen, ganz lange flach. Bergab einfach, dass man sich im Rollen hat, mit freies Tempo 30 wirklich über 20, 30 Kilometer rollen ist. Ja, schon echt super. Ja, gut schnell noch erreicht am Ende. Ja, also alles in allem ziemlich guter Tag. 100 Kilometer weit, 1300 Meter hoch, war schon gut. Ist nicht schlecht. Ja. In dem Sinne, Jungs, ich will ein Bier. Oh ja! Das wäre heute wirklich nicht gegönnt, aber ich meine, nach dem Rennen haben wir es auch verdient, oder? Nächster Tag, jetzt geht's genau. Erstmal geht's zum Lidl, zum Frühstück kaufen, weil endlich Feiertag und Sonntag rum ist. Das heißt, Frühstück kaufen, an Fuß setzen, ein bisschen frühstücken. Und dann geht's heute relativ entspannt nach Bozen. Okay, also wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz in der Nähe von Bozen. Wir waren gerade schon im Pool, haben kurz geduscht. Es ist irgendwie mega früh, es ist irgendwie drei. Wir sind schon eine Stunde, anderthalb hier. Wir fahren jetzt nochmal kurz zurück in die Stadt, trinken noch ein Bierchen, kaufen mir einen Schlafsack, vielleicht noch ein Aperolchen. Und dann gibt es hier heute Abend Nudeln mit Pesto, also richtig deutsche Vita. Mir ist dann genieße. Mir ist dann deutsche Vita. Und der Campingplatz ist wirklich übel geil, also Hammer Panorama hier. Keine Ahnung. Und, ne, also, schon einfach ganz cool so. Guck mal, da bin ich wieder auf der anderen Seite. Tada! Magic! Cheers. Cheers. My name is Tom and this is Jackass. My name is Tom and this is Jackass. Woo! Das ist wirklich krass. Noch ein. Jetzt bin ich sehr schwindelig. Jetzt hoch. Ja, jetzt hoch, Freund. Ich kann nicht. Komm jetzt. My name is Nils, wir gehen Bier holen. Sag mir, dass du Deutsch bist, ohne zu sagen, dass du Deutsch bist. Nee. Ah, das hat voll weh getan. Ich hab mir den Finger gerutscht. Nochmal. Pferd. Ah. Deutschland.
Respekt. Respekt, das selber macht. Bloß ein Respekt. Das hören wir rein. Wir waren jetzt in Bozen. Jetzt geht's zurück zum Campingplatz. Wir kochen noch was und dann gehen wir wieder pennen. Ja. Technisch können wir uns das morgen überlegen. Dieser Eurovelo 7, der schlägt vor, dass man bis Trient fährt. Also die Route, die wir morgen geplant haben, ist von Bozen hier bis nach Trient. Das sind 65 Kilometer ungefähr. Höhenmeter aber gar nicht eigentlich. Das sind 100 Höhenmeter, zack, fertig. Da müssen wir gucken, wo Campingplätze sind, aber dann können wir gucken, ob wir hier irgendwie so runterfahren. Also bei diesem Grovereto oder sowas, wie das heißt. Und dann können wir am Tag danach zum Gardasee runterfahren, landen an der Nordspitze und fahren dann die rechte Seite des Gardasees runter. Bis wir halt unten sind oder so. Also besuchen uns da irgendwie einen Campingplatz, der cool aussieht. Bleiben da einen Tag, vielleicht noch zwei, je nachdem wie viel Zeit wir haben. Genau, und danach geht's nach Verona. Ich hab mich wieder verarscht. Klar. Leute, du hilfst auf meinem Arm. Willst du was sagen? Wissen wir denn überhaupt, was der Plan ist? Wir haben nicht so einen richtigen Plan für heute. Wir fahren entweder 96 Kilometer oder irgendwie so 50, je nachdem, wo wir schlafen können. Oder wir fahren 800 Höhenmeter. Das ist raus. Dabei. Nee, da bin ich raus. Oh, Leute. Also wahrscheinlich fahren wir eher so 96 Kilometer. Ja, so einen kurzen Knackigen machen wir. 800 ist ungefähr zwei Drittel von dem, was wir am Brenner gemacht haben. Wir fahren jetzt los zu einem Campingplatz hinter Trient, den wir heute Morgen rausgesucht haben. Ja, es sind so 65, 68 Kilometer oder sowas. Haben alles zusammengepackt und jetzt geht's los. Jetzt sind es vielleicht noch so 6-7 Kilometer. Hier ist sehr schön und dann chillen wir uns am Campingplatz. Bauen auf, chillen ein bisschen. Und dann geht es morgen an den Gardasee und dann wird da richtig viel chillen. Schmeckt sie noch? Ja. Ist okay. Das schmeckt nicht geil heute Mittag. Schmeckt noch nicht so viel. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das funktioniert, wenn wir einfach da fahren und gucken. Und quasi gucken, so ist der Platz schön. Ja. Ja, können wir auch so machen. Ja.
So gut, wenn wir sowieso, dann fahren wir samstags, also haben wir den ganzen Tag am Gardasee, dann fahren wir samstags durch, dann auf morgen, so ganz normal quasi. Vormittag ist halt irgendwie los. Ja, und dann machen wir mittags, nachmittags in Verona an. Wie schön, ja. 50 Kilometer oder so ist. Ja, dann können wir einfach gucken, das Ende, ja. Ja, das hast du mal. Wir können kurz nach Verona campen lassen. Okay, das ist ein bisschen höhenmetermäßig, aber ich glaube, du hast einen ganz geilen Ausblick auf die Stadt. Also. Ja, ich hoffe, das ist gut. Boah, übel geil. Ein Park hatte ich so ein Kind. Würde ich nehmen. Einfach so bei der Stadt und einfach auf die Stadt. Das ist so geil. Okay, cool. Das heißt, wir machen morgen. Fahren wir zum Gardasee. Das sind so 40 Kilometer bis zum See irgendwie, oder? Und dann fahren wir da einfach ein bisschen lang, gucken uns die Campingplätze an. Wenn wir sagen, ja, den finde ich cool, dann fragen wir, ob wir da hin können. Bleiben da für zwei Nächte. Samstag dann nach Verona. Und dann sind wir ja durch. Ist am Plan. In dem Sinne, gute Nacht. Also, wir fahren jetzt zum Gardasee. Das sind so ca. 40 Kilometer bis zum See. Und der See ist 70 Kilometer lang, deswegen haben wir doch beschlossen, dass wir noch so ungefähr bis zur Hälfte fahren und uns dann einen Campingplatz raussuchen. Das heißt heute nochmal so 70 Kilometer. Ja, ich meine, Wetter ist top. Wir sind bereit zum Fahren. Halbzeit des Tages, würde ich sagen. Bei dir rennen sie weg. Ja, weil ich gefährlich bin, deswegen laufen die Enten. Und das vielleicht auch. Jetzt machen wir eine Mittagspause. Und später schreddern wir noch ein bisschen den See hier lang. Wir sind schon an einem Campingplatz. Wir könnten hier auch einfach schlafen. Echt? Ja, okay, aber also tendenziell würde ich sagen, müssen wir noch weiter weg. Alter. Wir hatten heute einen freien Tag am Gardasee. Wir sind
gestern am Gardasee angekommen, ganz im Norden und sind dann noch die Küste runtergefahren, hier bis kurz hinter Garda. Garda liegt hinten in der Küste, in der Bucht. Und wir haben heute einen Tag Pause gemacht, das heißt, wir waren hier auf dem Campingplatz den ganzen Tag, haben hier morgens gefrühstückt am See, waren gestern ein bisschen baden und heute Mittag dann ein bisschen in den Ort reingefahren. Jetzt sind wir hier und gekocht, spielen jetzt vom Rindchen die Schuh. Nils sieht so aus, wir werden gleich ins Bett gehen und dann geht's morgen. Morgen weiter nach Verona, letzter Tag und dann Sonntag zurück. So, okay, es ist irgendwie mitten in der Nacht, keine Ahnung. Wir sind noch hier am Gardasee und es fängt total an zu regnen und zu stürmen. Und weil wir auf so einem Schotterplatz stehen, kriegen wir keine Heringe im Boden und deswegen ist nichts abgespannt. Dementsprechend flattert außen alles rum und das Außenzelt kommt ans Innenzelt. Die Ecken werden langsam so ein bisschen nass. Wir haben jetzt mal alles in Taschen gepackt. Und ja, gucken jetzt mal, dass wir diese Nacht nicht absaufen. Ja. Oh, ist schon ja kalt so. Jetzt blitzt doch mal, Mensch. Danke. Ein Blitzer, dann haben wir's. Ja, war ein kleiner. Das ist okay, schneiden wir zusammen. Ja, wie man gestern gesehen hat, es hat sich die ganze Nacht geschüttet. Es regnet immer noch so ein bisschen. Ist alles ziemlich nass geworden irgendwie. Aber noch in Ordnung, also wir haben zumindest gepennt, das war ganz gut. Ja, es soll heute den ganzen Tag regnen, es soll die ganze Nacht noch regnen, also die nächsten 48 Stunden, bis wir fahren, regnet es. Deswegen hier wieder das fette Regenkit an. Genau, packen wir jetzt mal Sachen zusammen und fahren dann gleich irgendwie durch den Regen los. Einfach in dem Grünstück dahinter. So. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind in Verona. Ja, Mann. Jetzt müssen wir noch gleich zu unserem Campingplatz rüber. Der ist da oben irgendwo. Also voll geil. Das hier sieht schon mal richtig, richtig top aus. Das ist die Innenstadt. Also, weiß nicht, da können wir gleich mal schön rüber schleichen. Ein bisschen durchlaufen. Wir machen jetzt hier erstmal eine schöne Mittagspause. Und ja, da drüben haben wir die Zeit genutzt, um unsere Zelte ein bisschen zu trocknen. Das war es jetzt tatsächlich fast mit dem Radfahren. Also 2 Kilometer noch, bis wir im Campingplatz sind. Und dann haben wir es geschafft. Ist da einfach unser Zeltplatz, Alter. Guck dir das mal an. Das ist in so einer alten Ruine oder was das hier ist. Das ist echt der absolute Hammer. Italienisch, wunderschöne Nudeln. Hier auf der Gemeinschaftskochplatte. Sind wir? Wir sind. Sind wir drauf, ja. Scheiße, du. Boah, Alter, so schnell geht das, Mensch. Alles klar, in dem Sinne,
Ein Fazit der Tour. Nils, was sagst du? Nee, ich will nicht so gerne da was. Max, was sagst du? Oh, gut. Ich glaube, das müssen wir nochmal irgendwie machen. Ja, finde ich auch eigentlich besser. Letzter Tag, wir fahren jetzt nach Hause, Mann. Was wäre hier mit dem Film? Scheiße. Ich will doch mal ein Bier trinken, Mann. Können wir jetzt hier unten spielen? Machen wir gleich. Komm, dann sag einmal jeder kurz einen Top in die Kamera und dann läuft der Lachs. War super. Tour war gut. Ey, danke. Ja, prima. Schönen Dank auch. Nee, top. Also, nee, Tour hat Spaß gemacht. War eine prima Sache. Nächstes Jahr vielleicht wieder. Nein, komm doch auf, Mensch. Nee, war wirklich cool. Also ganz ehrlich, fand ich noch ein Stückchen cooler als die letzte Tour. Landschaftlich war es krasser. Die Fahrradwege waren traumhaft, also es hat ultra Bock gemacht zu fahren. Ich fand jeden Tag irgendwie geil. Campingplätze, die wir hatten, waren ja auch wunderbar. Ja, ich meine, guck dir das Ding hier an, Alter. Also da brauchst du nicht viel zu sagen. Ja, keine Ahnung. Irgendwas schneide ich schon raus, Alter. Können wir Anker zum Nehmen. Achso, warte mal. Wir machen jetzt noch hier eine Competition. Du musst jetzt deinen Schlafsack filmen und deine Isomatte wäre die schöner verpackt. Der ist nur gestopft. Ich würde sagen, der geht aus der Wertung raus. So, der ist schon ziemlich gerade. Okay, jetzt ist Nils dran. Der ist auch schon zusammengezort, also das zählt nur mittel. Die passt auch hier perfekt. Sogar noch Platz, kann man sogar noch was enger ziehen. Oh, ich habe zur besseren Belüftung hier oben noch die Ventile rauskommen lassen. Hier. Guck dir das an. Boah, da ist sogar. Guck dir das an, was für Platz hier ist. Mach jetzt zu. Zack.